Guten Tag. Eine Schrippe hätte ich gerne. Das ist sehr schön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ja, es klappt also immer noch. Mit einer Schrippe bekommt man eine Semmel hier in Lindenberg. Das hat sich über all die Jahre nicht geändert, denn früher war Berlinerisch hier in Lindenberg gut zu verstehen, war quasi zweite Sprache hier. Denn das Berliner Feriendorf am Nadenberg hat 60 Jahre lang hier für Berliner-Lindenberger Begegnungen gesorgt. Das ist vorbei. Wir machen heute im Magazin vom Westallgäu bis zum Bodensee einen kleinen Blick zurück in die Geschichte, aber auch in die Zukunft. Denn am Nadenberg tut sich auch heute noch einiges. Am Stadtrand von Lindenberg steht ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte. Genau 106 kleine Häuschen sind es, die viel mehr Geschichte zu erzählen haben, als es auf den ersten Blick aussieht. Diese 106 Häuschen haben vor ziemlich genau 59 Jahren das Leben von vielen Westberliner Familien zumindest für 2-3 Wochen ein Stückchen schöner gemacht. Es war die Zeit der Berlin-Blockade, mit der die sowjetische Besatzungsmacht West-Berlin zu isolieren versuchte. Die Antwort der Alliierten und der Bundesrepublik war, das mit Fliegern sozusagen zu kompensieren. Das heißt, da sind jeden Tag Hunderte von Flugzeugen sind nach West-Berlin geflogen und haben alles nach West-Berlin gebracht, was so eine Stadt mit 2,5 Millionen Einwohnern braucht, über einen Winter. Und im Rahmen dieser Erfahrung war dann noch klar, dass die Stiftung Hilfswerk Berlin, die es damals schon gab, dass die die Familien mehr unterstützen will, indem sie den Familien in West-Berlin Urlaube in Westdeutschland ermöglicht. Mit der Berlin-Blockade und den legendären Rosinenbombern fing also alles an. Knapp 10 Jahre später erhielt Lindenberg den Zuschlag für das erste Feriendorf in Bayern. Denn Bayern galt auch damals schon als das Urlaubsziel in Deutschland schlechthin. Das Berliner Familienferiendorf Nadenberg war geboren, gefördert von der damaligen Fernsehlotterie, ein Platz an der Sonne. 20 Jahre lang war Joe Peinze Leiter des Feriendorfes, das sich seit 1960 in erster Linie an einkommensschwache Familien aus West-Berlin richtete. Mit den Jahren ließ das Interesse mehr und mehr nach, bis zur Wiedervereinigung. Und damit war klar, da haben wir ja ein großes Potenzial an neuen Familien, die uns brauchen. Dem war auch so. Wir hatten dann tatsächlich also das, was wir damals den Berlinern angeboten haben, den Westberlinern, das war jetzt auch für Ostberliner Familien, für Familien aus Dresden, aus Leipzig, alles denkbar. Die haben das auch sehr stark genutzt. Wir waren für die sicherlich ein interessantes Ziel für Urlaub machen. Das hat eine Zeit lang auch gut funktioniert, aber dann haben die festgestellt, die Leute aus der DDR, aus der Ex-DDR, dass es viele Plätze gibt, die sie gerne sehen möchten im Westen oder in Holland oder in Dänemark oder ich weiß nicht wo. Also diese deutliche Zahl von mehr Gästen nach der Wiedervereinigung, das ließ dann auch wieder nach. Dann übernahm ein holländischer Ferienparkanbieter das Familienferiendorf Nadenberg und wirtschaftete es innerhalb weniger Jahre runter. Noch heute wird spekuliert, dass es der Investor nur auf das Grundstück abgesehen hatte, denn in die Anlage wurde nur noch das Nötigste investiert. Bekommen hat der Investor den Grund nicht. Den sicherte sich die Stadt Lindenberg für 6,25 Millionen Euro. Nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber Lindenbergs Bürgermeister Erik Ballerstedt hat so etwas, das nicht viele Städte und Gemeinden haben, nämlich Bauland. Und das freut die Stadt. Das freut zum einen natürlich die Stadt, aber das freut auch die Leute, die sich hier ein Eigenheim errichten können. Wir haben eine Wahnsinnsnachfrage, wir haben eine sehr gute
Entwicklung in der Stadt und der tragen wir jetzt Gott sei Dank endlich Rechnung an einer sehr schönen Stelle. Eine schöne Stelle mit schöner Aussicht. Zwischen 360 und 425 Euro pro Quadratmeter kosten die Grundstücke mit Blick auf die Nagelflugkette. Die werden nach bestimmten Richtlinien vergeben. Lindenberger sollte man sein oder zumindest in Lindenberg arbeiten. Familien mit Kindern werden bevorzugt. Die Nachfrage nach Wohnraum ist da. Da geht es Lindenberg wie den meisten anderen Städten und Gemeinden auch. Aber sogenannter bezahlbarer Wohnraum oder sogar Sozialwohnungen sind in dieser exponierten Lage nicht oder nur im kleinen Rahmen geplant. Ja, also beim nördlichen Teil der Bebauung geht es tatsächlich um Geschosswohnungsbau vorwiegend. Auch um zum Teil günstigen Wohnraum, haben wir aber auch an anderer Stelle in der Stadt. Wir haben das Gebiet am Gierenbach gerade auch parallel in der Entwicklung. Da entstehen ausschließlich Geschossbauten. Auch hier haben wir natürlich eine große Nachfrage und auch die müssen wir befriedigen. Am Nadenberg entstehen im Moment die ersten 27 Grundstücke. 34 der 106 Ferienhäuschen mussten dafür Platz machen. Einfach so abgerissen wird hier aber nicht. Seit Anfang Mai findet hier kontrollierter Rückbau statt. Strenge Umweltrichtlinien verlangen eine strikte Trennung der Materialien. Voneinander getrennt wird Holz, Stein, Metall und Glas. Aufwendig ist das Fundament und der Boden der Ferienhäuser. Da werden Estrich, Bitumen, Folien und verschiedene Bodenbelege wie Teerkork, die zum Teil mit krebserregenden Stoffen belastet sind, voneinander getrennt und entsorgt. Lindenberg bekommt neues Bauland, verliert so aber auch einen Teil seiner Geschichte. Ja, das tut in der Tat auch ein bisschen weh. Allerdings muss man auch festhalten, das Feriendorf ist seit 2014 geschlossen. Und der Standard entspricht natürlich nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Also es war utopisch, dieses Feriendorf weiter zu betreiben. Insofern beenden wir eine Entwicklung, die sich schon länger abgezeichnet hat. Aber natürlich, da haben Sie vollkommen recht, das Stück Geschichte verschwindet. Aber wir haben es zumindest gut dokumentiert und erhalten es zumindest fotografisch der Nachwelt. Nicht fotografisch, sondern höchst lebendig ist dieser Teil der Lindenberger Geschichte, dem ehemaligen Leiter des Feriendorfes, Joe Peinze, präsent. Also wir hatten zum Beispiel einen Wanderführer, ehemaliger Lehrer an der Mittelschule hier in Lindenberg, der Herr Mäusle. Diese Wanderungen von dem, die sind unglaublich. Da haben, ich weiß nicht, Tausende von Berliner haben hier das Allgäu, Westallgäu kennengelernt, so mit den Ergänzungen, mit den Erklärungen von Herrn Mäusle. Und das war immer toll. Tolle Sachen, die er da angeboten hat. Teilweise sind wir mit einem Bus nach Lindau gefahren, mit einem Schiff von Lindau nach Bregenz, in Bregenz auf den Fender hochgefahren mit der Fenderbahn und dann zu Fuß zurück nach, da waren die den ganzen Tag unterwegs, haben drei Länder gesehen und waren glücklich und zufrieden. Gäste von früher kommen auch heute noch ab und zu, zum Teil mit ihren Kindern vorbei, um sich das Feriendorf anzuschauen, in dem sie früher Urlaub gemacht haben. Nicht nur Berliner. Eine Verbindung zwischen dem Feriendorf am Nadenberg und den ehemaligen Gästen ist nach wie vor da. Eine organisierte, offizielle Gegenseitigkeit zwischen Lindenberg und Berlin gibt es aber nicht mehr. Also einen offiziellen Austausch gibt es nicht. Da sind wir doch etwas zu klein, um Partnerstadt für Berlin sein zu können. Aber natürlich gibt es zwischenmenschlichen Austausch und es gibt viele Berliner, das ist sehr interessant, die sich noch an ihren Urlaub in Lindenberg erinnern können. Das kann auch Bäcker Markus Holderied bestätigen. In dritter Generation führt er das Familienunternehmen in Lindenberg. Als Mitglied des Zentralverbandes des Bäckereihandwerks war er schon häufig in der Hauptstelle des Verbandes in Berlin zu Gast. Da ist das Familienferiendorf bei vielen immer noch ein Begriff. Wenn man so ins Gespräch kommt, wo man herkommt und so weiter, sagt Lindenberg, oh Lindenberg, da waren wir als kleines Kind in dem Feriendorf. Und das zaubert dann doch ein Lächeln auf die, also die Erinnerungen sind positiv besetzt und das ist ja schön.
Und dass die Berliner hier Schrippen bestellt und Semmeln bekommen haben, stimmt wirklich, sagt Markus Holderried. In den großen Zeiten des Berliner Feriendorfes war der Berliner Dialekt hier so etwas wie eine Zweitsprache. Aber der Backwerkaustausch zwischen West-Berlin und West-Allgäu funktionierte auch andersherum. Zum Beispiel mit den speziellen Lindenberger Brötchen, die hier Perle genannt werden. Das waren zu Elternzeiten, die haben während der Grünen Woche oben eine Tüte Perle mitgebracht, einen Journalisten und Bekannten. Und der hat sich darüber so gefreut, dass er einen kleinen Artikel in Zeitung untergebracht hat: Perle, das klang wie Urlaub. Also ist das so Sachen, wo einfach so Kleinigkeiten, wo positiv besetzt und einfach schöne Erinnerungen zurückkommen. Schöne Erinnerungen. Das wird in naher Zukunft alles sein, was vom Berliner Feriendorf am Nadenberg übrig bleiben wird. Im Aussichtsturm findet man viele Informationen, im Internet findet man viele Zeitungsartikel und Chroniken. Und Menschen wie Joe Peinze sind wahre Fundgruben, wenn es um Geschichte und Geschichten der Berlin-Lindenberg-Zeit geht. Von den Ferienhäusern selbst wird aber keins als Erinnerung bleiben. Das steht nicht zur Debatte. Was auf jeden Fall erhalten bleibt, ist der Aussichtsturm. Egal, welche Entwicklung jetzt im Nachgang da oben noch passiert. Also es sind ja nur große Areale frei. Das Einfamilienhausgebiet, das wir jetzt gerade realisieren, ist ja nur ungefähr ein Drittel der Fläche, die da oben zur Verfügung steht. Der Aussichtsturm, der wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Und ich bin mir sicher, wir finden da oben auch einen Platz, wo wir der Geschichte dieses Ortes Rechnung tragen. Und auch die Benennung der Straße ist ja entsprechend am Feriendorf, also auch da wird es in den Köpfen erhalten bleiben. Ferien wird man auch in Zukunft weiter am Nadenberg machen können. Ab wann und in welcher Form ist noch nicht entschieden. Die Stadt ist in Gesprächen, verschiedene Konzepte werden geprüft. Nicht nur die Stadt, auch die Lindenberger Unternehmer und Gastronomen würden sich über neue Gäste freuen. Die Zeit des Berliner Familienferiendorfes am Nadenberg hat offenbar auch, was den Umsatz in den Geschäften angeht, ihre Spuren hinterlassen. Zeit oder so war im Nachmittag wesentlich mehr los, weil halt da mehr Gäste da waren. Die fehlen einfach jetzt schlicht und ergreifend, die sind nicht mehr da. Was also beim Wetter, wenn man nicht beim Baden war, waren wir halt hier oft beim Spazieren gehen, beim Einkaufen und so weiter. Und das merkt man, das kriegt man dann schon mit, wenn solche Gäste einfach nicht mehr im Ort sind. Noch kann sich jeder zumindest ein bisschen ein Bild vom Feriendorf machen, das so viele West-Berliner Familien jahrelang mit offenen Armen empfangen hat. Der Aussichtsturm am Nadenberg ist 24 Stunden am Tag geöffnet und bietet einen Panoramablick über die verbliebenen 72 Häuser, die aktuelle Baustelle und weit darüber hinaus. Den Platz an der Sonne haben jetzt andere. Ja, und das war's auch schon wieder für dieses Mal. Das war vom Westallgäu bis zum Bodensee aus Lindenberg. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich gehe jetzt erstmal eine Schrippe essen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss.